neu bei Pearl TV und ich verrate Ihnen gleich mal ein kleines Geheimnis zu Beginn dieser Sendung. Denn der Ralf hat mir verboten, nachzulesen, was wir heute hier vorstellen. Denn er hat gesagt, auf den ersten Blick errät man's nie, wenn man nicht weiß, was das ist. Und deshalb sind wir jetzt gemeinsam mal gespannt und schauen mal zu Ralf, was es denn hier brandneues gibt. Ja, wir machen einfach mal eine Ratestunde. Das hier ist das Produkt. So, bitteschön, es ist kein Lippenstift. Kleiner Hinweis, was könnte das sein? Sieht aus wie ein klassischer USB-Stick, würde ich sagen. Da. Ah, ich sehe, ich weiß es. Das ist ein USB-Stick, wo man aber auch jetzt eine Micro-SD-Karte reinlegen kann, um jetzt die Daten auszulesen, richtig? Auch richtig, aber die Hauptfunktion, die hast du noch nicht erkannt. Schau mal ringsrum alles an. Guck mal. Ja, also ein USB-Stick, wo man eine Micro-SD-Karte reinlegt, womit man dann ganz einfach über einen USB-Schacht die Daten auslesen okay, kann. Okay, das ist eine Anwendung, aber das ist so ein Nebeneffekt. Klar, das ist ein Datenträger, ein USB-Stick. Aber, und jetzt bitte ich Sie mal genau hinzuschauen. Machen wir mal wieder zu. Mach ihn mal wieder zu und jetzt zeig mal die andere Seite, und zwar die flache, kleine Seite, die andere. So, und jetzt schauen Sie genau in die Mitte. Ja? Siehst du was? Nee. Dann ist gut. Da ist eine Kameralinse und ein Mikrofon. Ach, wo das ist eine Full-HD-Videokamera. Und damit kannst du jetzt... Da, der kleine schwarze Punkt da vorne. Full-HD mit einem schönen Aufnahmewinkel. Und damit kannst du jetzt so ganz, ganz unauffällige Aufnahmen machen. Zum Beispiel mal bei einer schönen Party, bei einer Geburtstagsfeier. Einfach einschalten. Der Akku hält 60 Minuten lang. Wie schaltet man das denn ein? Das ist ganz einfach. Auch selbst das, wenn du es nicht weißt, findest du es nicht. Soll ich es verraten? In der Bedienungsanleitung steht es drin. Ist ein versteckter Schalter. Ich sag's Ihnen jetzt gar nicht. Ja? Doch, du willst es wissen. Okay, gut. Pass auf. Schau mal, mach mal auf. Aber selbst dann siehst du es kaum. Siehst du hier oberhalb des USB-Sticks? Ach, dieses ganz kleine Ding. Ganz kleiner Schalter. Ja, ich sehe es. Und nach links ist an, nach rechts ist aus. Ach. Und sobald du ihn anschaltest, hast du jetzt 60 Minuten Videoaufnahmezeit. Wow. Und damit eine Micro-SD-Karte natürlich bis 32 GB einlegen. Und jetzt kannst du Filme machen. Und zum Beispiel mal die nächste Gartenparty oder Geburtstagsparty filmen. Weil, haben Sie schon mal erlebt, oder das macht ja jeder, wenn irgendwo eine Kamera ist, was dann für ein Gesicht gemacht wird, dann wird so gemacht, die Jungs machen immer so, oder es wird gewunken, oder es wird das Gesicht verzogen. Genau so. Hier, die Mädels stehen mittlerweile mit einem Bein immer so halb in die Luft hin, ja. Und ich weiß nicht, warum die das alle machen, aber man bekommt keine natürlichen Fotos mehr. Oder Bilder, gar Videos. Damit klappt das hundertprozentig. Und einfach so mal in der Hand halten oder sogar irgendwo hinlegen und dann filmen. Man kann natürlich auch Naturaufnahmen machen, da sehen wir. Das ist direkt bei uns hinterm Studio. Wir haben nämlich seit Ostern vor 2 Jahren, glaube ich, da wollte der Chef unbedingt ganz kleine Hasen. Ja, da waren sie auch ganz klein. Mittlerweile sind es riesen Stallhasen. Aber schauen Sie sich diese Aufnahmequalität. Also, Hasen kann man auch damit filmen, ja, das sehen wir jetzt hier. Und man kann viele, viele Sachen machen. Vielleicht auch mal, das ist jetzt aber so eine Sache, da geht es oftmals auch um Persönlichkeitsrechte, vielleicht auch mal, wenn man den Eindruck hat, wenn man nicht im Büro ist, da passiert etwas, was ich nicht will an meinem Arbeitsplatz. Dann legt man das einfach mal hin und schaut mal, wer während meiner Abwesenheit kommt. Mikrofon, Ton wird aufgenommen, in Full HD das Bild aufgenommen und das ist einfach perfekt. Und kein Mensch, nicht mal jemand, der dieses Gerät in die Hand nimmt, wird erkennen, dass das eine Full HD Videokamera ist. Ein USB-Stick, der ist aber für jeden ungefährlich. Und die Kamera, das weiß wirklich nur der Besitzer. Und selbst wenn man sie darauf hinweist, da vorne ist eine Linse, man sieht sie nur mit der Lupe. Ich ohne Lesebrille habe überhaupt keine Chance. Und Ihnen habe ich es jetzt gesagt, sehen Sie die Linse? Sehen Sie es? So, wenn ich schräg halte, könnten die. Das sind unsere Scheinwerfer, die sich spiegeln. Ja? Also man sieht es nicht. Und das ist genial. Jetzt legst du das vielleicht auch auf ein Zigarettenpäckchen und startest vorher die Aufnahme und hast dann gestochen scharfe Aufnahmen von jeder Aktion, die irgendwo läuft. Ich unterbreche dich nur ungern. Aber genau das, was du eben angesprochen hast, war nämlich bei uns auch der Fall vor ein paar Tagen. Da hat ja jede von uns Mädels einen eigenen Platz in der Maske. Und wir haben uns so künstliche Wimpern gekauft. Da denken Frauen, sie sehen damit schöner aus. So, und diese künstlichen Wimpern haben Diana und ich benutzt. Kann ich dir auch beim nächsten Mal geben. Ja, unbedingt. Ich brauche auch künstliche Wimpern. Die sind weg, aber wir wissen nicht so ganz, ob wir die irgendwo verlegt haben oder ob die in den Mülleimer gefallen sind. Ich glaube, du hast welche im Auge. Nee, ob die in den Mülleimer gefallen sind beim Aufräumen. Und das wäre jetzt interessant, mal zu sehen, ob das denn tatsächlich in den Mülleimer gefallen war oder ob wir es verkramt haben. Ja, es wäre
Es gibt auch so Situationen, wo man immer sagt, da wäre ich mal gern Mäuschen gewesen. Mhm. Hier ist das Mäuschen. Ja, bitte, noch eins, immer wenn wir Videoaufnahmen machen, wir kennen die Datenschutzgesetze, achten Sie bitte auf die Persönlichkeitsrechte der anderen Personen. Aber Ihr Eigentum zum Beispiel auch mal kurz überwachen, wenn Sie mal ein paar Minuten weg sind. Wie gesagt, bis zu einer Stunde Aufnahmezeit. Und was da natürlich schön ist, ich kann das sofort wieder anschauen auf Mac oder auch auf Windows-Rechnern, weil jetzt ist ja das alles gespeichert. Ich stoppe dann die Aufnahme hier, ja, und jetzt gehe ich einfach mit dem USB-Stick in den Rechner. Der wird sofort erkannt, ich mache das auf, ein Doppelklick auf die Datei und schon läuft sie. Die wird übrigens durchnummeriert nach den Filmen, die ich mache, wenn ich mehrere aufnehme. Ja, und dementsprechend kann ich mir dann alles anschauen mit Bild in Full HD und mit Ton. Ich höre also auch, was neben mir gesprochen wird. Und dann werden mit Sicherheit viele Geheimnisse gelüftet werden. Auch die Presse ist begeistert. Das schauen wir uns mal an. Brandneues Produkt beim Pearl TV und schon eine Empfehlung der Redaktion von der PC Go mit dem Fazit: klein, aber oho, die Videokamera von OctaCam liefert hochwertige Full-HD-Videos. Ja. Ich nenne Ihnen mal schnell die Bestellnummer, das ist die LX4333 und die 569 für 28,45 Euro. Klein, unscheinbar, aber oho. Und das ist genau das, Ralf, was unsere Gadget-Freaks ja lieben. Ja, das liebt, glaube ich, jeder. Und früher waren Videokameras unbezahlbar. Sie kennen noch die großen Kästen und da noch mit so großen Kassetten und die haben hunderte von D-Mark damals noch gekostet. Heute für 28,45 Euro eine Full-HD-Kamera, mit der ich mit einer Akkuladung eine Stunde lang filmen kann und das in allerbester Qualität, wo immer ich mich aufhalte. Wenn Sie es in der Hand halten, bitte eine ruhige Hand haben, sonst verwackelt es ein bisschen. Ansonsten irgendwo einfach hinlegen, ausrichten in die Richtung, was Sie filmen wollen und schon sind die Aufnahmen perfekt. Sie haben die Qualität gesehen aufgrund unserer Hasen, aber ich glaube, Sie werden ganz andere Sachen haben, die Sie filmen wollen. Was hier auch noch interessant ist als Idee ist, das ist so leicht und kompakt. Wenn man jetzt irgendwelche Flugzeuge hat, Modellflieger, dann binde ich das oder befestige das einfach mal an einen Modellflieger und filme dann diese Luftaufnahmen. Es gibt ja viele Modellflieger, die eben keine eigene Kamera haben. Jetzt noch zwei Sätze. Natürlich kann ich das auch als USB-Stick oder als Micro-SD-Kartenlesegerät benutzen. Das, was du am Anfang gleich gemutmaßt hast, aber das ist einfach eine Zusatzoption. Die Hauptoption ist diese Full-HD-Videokamera. Auch ein schönes Geschenk für 28,45 Euro. Deshalb jetzt gleich zugreifen mit der NX4333 und der 569. Was natürlich wichtig ist, ist, dass Sie nicht nur bezaubernde Aufnahmen machen, sondern dass Sie diese natürlich auch festhalten auf einer passenden Speicherkarte. Und da dachten wir uns, die nehmen wir gleich mit in die Sendung und bieten die ebenfalls zum TV-Sonderpreis an, denn die kann man ja immer gebrauchen. Unabhängig jetzt von der Mini-Videokamera können Sie da gerne auch zwei- oder dreimal zugreifen und die einfach für zu Hause bestellen. Ja, und jetzt haben wir für Sie natürlich noch eine Micro-SD-Karte. Sie sehen gleich mit dem Adapter zur SD-Karte, also man kann das als Micro- oder als SD-Karte verwenden. 32 Gigabyte groß. Und früher hat man immer so eine als Hausnummer gesagt, ein Gigabyte kostet 1 Euro. Schauen Sie mal auf den TV-Sonderpreis. Da kann man jetzt wirklich zuschlagen. Und Micro-SD oder SD-Karten sind eben die Speichermedien von heute. Die braucht man für viele, viele Geräte, für Dashcams, für Smartphones, für Tablets und für Stereoanlagen teilweise, für Digitalisierer und. Natürlich auch für unsere Full-HD-Kamera. Und wenn Sie sich jetzt für die begeistert haben, dann holen Sie die super günstige Micro-SD-Karte gleich mit dazu. Zum Spitzenpreis für 9,45 Euro kann man da gerne auch mehrere bestellen. Mit der Bestellnummer ZX2274 und der 569. Und so kann man klein, fein, unscheinbar mal richtig große Aufnahmen machen. Zum Beispiel von den Haustierchen, die wir eben gesehen haben. Oder aber um mal zu schauen, was denn am eigenen Schreibtisch so gerade los ist. Oder natürlich auch so einfach mal auf einer Party. Bitte da immer an die Persönlichkeitsrechte und an die Datenrechte natürlich denken. Und vor allem auch die Micro-SD-Karte schnell in den Warenkorb legen, denn Sie haben ja keine Lust, hier immer wieder umzustöpseln und brauchen vielleicht generell auch noch eine neue für Ihre Digitalkamera für den Urlaub. Da kann man zugreifen. Ja, red nur weiter. Ich möchte ein paar Aufnahmen von dir machen. Die zeige ich dann das, in der das, nächsten Das Zeit. Ist so surreal, wenn du mit diesem kleinen USB-Stick vor mir rumfuddelst und ich jetzt weiß, dass durch dieses hauchfeine kleine schwarze Loch ich filme dich. Aufnahmen gemacht werden. Mach doch mal ein nettes Gesicht. Ich mache doch immer ein nettes Gesicht, so Ralf. So ist schön, so ist schön. Machen Sie auch ein nettes Gesicht. Bei Ihrer Bestellung zum Beispiel im Callcenter. Wir wünschen viel Spaß, gleich zugreifen, neu bei Pearl TV.